Der UNESCO-Welterbe-Podcast Staffel 2. Alright. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Weltkulturerbe-Podcast. Als wir vorhin so ein bisschen recherchiert haben, sind wir auf immaterielles Welterbe, Kulturwelterbe gestoßen und wir fanden das klang sehr interessant und haben dann so ein bisschen weiter recherchiert und werden euch jetzt ein bisschen darüber erzählen. Genau, und immaterielle Welterben, das heißt, dass sie vergänglich sind, also dass sie nicht für immer da sind. Ihr werdet gleich so ein bisschen mehr verstehen, was wir darunter meinen, aber fangen wir erstmal mit so ein paar Fragen an, die uns dazu eingefallen sind. Wie viele immaterielle Weltkulturerben gibt es? Es gibt 730 Welterben auf der ganzen Welt und 10 in Deutschland. Wir haben ein paar der spektakulärsten oder besondersten immateriellen Weltkulturerben rausgesucht. Eins davon sind Türme aus Menschen, genannt Castells, aus Katalonien in Spanien. Das sind, wie man es auch schon hört, einfach Türme aus Menschen, die bei feierlichen Anlässen aufgebaut werden. Sie sind auf der Weltkulturerbeliste schon seit 2010. Ein weiteres Weltkulturerbe aus Deutschland ist die Brotkultur und sie ist schon seit 2014 Weltkulturerbe. Auch die mongolische Jurte ist ein Weltkulturerbe, ein immaterielles Weltkulturerbe. Das sind so wie Zelte und sie werden von Nomaden also Nomaden sind Leute mit keinem festen Wohnort, werden von Nomaden als Unterkunft genutzt. Weitere immaterielle Kulturerben sind die französische, japanische und mexikanische Küche. Italien würde auch gerne dabei sein, ist aber bis jetzt noch kein Weltkulturerbe. Und Amelie, wie findest du das so? Eigentlich finde ich das ganz cool, weil es auch irgendwie wichtig ist, dass man auf sowas aufmerksam wird. Vor allem, also ich wusste auch gar nicht, dass es überhaupt vergängliche Weltkulturerben gibt. Deshalb finde ich es auf jeden Fall interessant. Und du? Ja, ich finde es auch sehr schön, dass das so weitergegeben wird an die nächsten Generationen. Das ist eine schöne Tradition, finde ich. Mhm. Und ich finde es schön, dass das dann so gefördert wird von der UNESCO. Und ja, ich finde, das ist auch eine sehr schöne Idee. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es halt ein Weltkulturerbe ist, weil diese Küchen schon so lange bestehen und schon irgendwie so lange zubereitet und gegessen werden und da bestimmt auch viel hintersteckt, also aus welchen Gründen die was halt gegessen haben. Ja, ich glaube auch, dass es viel so verändert hat, auch durch die Jahre. Und das ist dann ja auch schön, weil ich denke nicht, dass die früher japanisch, sag ich jetzt mal Sushi, dass die Sushi früher genauso zubereitet haben. Weil das hat also auch so eine Geschichte. Ja. Und das finde ich auch, das finde ich sehr spannend irgendwie. Voll. Vorhin hattest du irgendwas gesagt, so von, dass die das Essen irgendwie, ich kann die Frage nicht mehr genau formulieren, aber irgendwas mit Essen, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich meinte so, dass ich mir vorstellen kann, wenn die, also dass es halt ein Weltkulturerbe ist, weil zum Beispiel mit Reis oder so, der ist ja, war damals vielleicht, hatten die viel davon und dann haben die probiert, den zu variieren und dass es halt so ein bisschen eine Geschichte ist, dass sie viel halt damit versucht haben und der macht ja auch satt, dass es halt ein großer Rohstoff war. Ja, ich glaube, so entstehen auch sehr oft einfach Rezepte. Das ist aus Zufall halt, wie also irgendwas ausprobieren und dann es steht halt was richtig Leckeres und dann, ja, dann ist es halt, dann entwickelt sich das immer noch weiter und irgendwann ist es zum Beispiel das Fladenbrot, was wir jetzt kennen, war mal ein Teig, der aus Versehen ins Feuer gefallen ist und dann ist er zu einem Brot geworden. Keine Ahnung, ob das jetzt so stimmt, aber sowas könnte ich mir vorstellen. Das ist dann ja auch sehr interessant auch zu wissen und das dann die Geschichte davon weiterzulegen und weiterzugeben und so. Ja, ich denke das auch immer bei Nudeln, weil es ist ja eigentlich Getreide. Und
dass wenn man die in, also kochendes Wasser wirft, dass sie dann weich werden. So, wer kam darauf, das auszuprobieren? Ja, ist voll bei vielen Sachen irgendwie so. Und ich habe mich noch so gefragt, weil das war ja auch vergänglich, ob es auch so traditionelle Musik irgendwie gibt, die als Weltkulturerbe zählt. Also vorher habe ich so durch so einen Bericht gescrollt und da kam irgendwas so traditionelle Orgelmusik. Das hatte auch was mit Deutschland zu tun, also dass das irgendwie ein Kulturbilderbe ist. Ja, das war es jetzt erstmal mit unserer Folge. Also die war ziemlich spontan, deshalb ist sie auch eher etwas kürzer und auch noch nicht so komplett ausgereift. Aber wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und ja, dann vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Tschüss.